Wir sind nun bei Dr. Gertrude Hibbert in Loma Plata in Chaco, Paraguay. Sie ist all sehr lang Doktora gewesen, ist all 74 Jahre und immer noch unterwegs. Wobei ich möchte ihr dann nun ein bisschen Gelegenheit geben, zu sagen, wo ihr Leben, meist gesagt, angefangen hat. Wo bist du eigentlich, wo bist du abgewachsen und wo hast du deine Kindheit verbracht? Ja. Ich wurde in La Plata geboren bei einer Hebamme im Dorf. Und wir sind gerade drei Älteste von 17 Geschwistern. Und mir hat es eigentlich von klein an immer sehr schön gewohnt. Ich mochte besonders die Tschenja sehr. Und sehr ruhig mein Leben und meiner Meinung ging die Volksschule ein. Und da ein Paar immer ein sehr großer Streit für Erziehung, für Lehren. Der war einer von den ersten, der mit der Zentralschule sehr bewährt hat. Und so ging wir dann wieder. Und ob ich rebellisch war vielleicht, ich weiß nicht, das muss der andere sein. Ich dachte, wir hatten nicht Zeit, weil ich die drei Älteste war, mussten wir aber von sehr klein an einmal abwaschen, Hoffeier und all so was. Wir haben einmal besonders Olga und ich, meine älteste Schwester, haben sehr im Haushalt mitgemerkt. So. Na, das ist schön. Und wo hast du mal Jesus gefunden? Jesus lebt eigentlich von klein an. Uns haben wir sehr von der Bibel gelesen, hat viel mit uns gelesen, sehr viel gesungen, das klingt uns ganz besonders schön, wenn ein paar nach Hause kommt von seiner Arbeit bei der Kooperative, was sollte er mit dem Kranz singen. Er spielt die Tour in der Schifferklee, wo der Klavier, wo er kreiert hat, und dann habe ich gesungen, und über Jesus geredet. Ich kann mich nicht besinnen, dort ich eine ganz besondere Erfahrung gemerkt habe. Ich habe mich mal öffentlich bekannt bei einer Evangelisation von der Evangelisten, die hier kommen. Aber mir wird immer klar, Jesus lebt mir und ich lebe Jesus. So, du bist christlich ertragen? Ja. Und wo hast du deine Berufung mal als zum Lehren, dass du Arzt wirst worden? Wo, das war doch die Zeit nicht so, dass früher auch ein Doktortitel wurde kriegen? Ja, weil ich sehe, ich habe viele Geschwister, manchmal auch kranke Brüder oder Schwestern. Und das wird mir viel zu schlimm, weil sehr schlechte und meiner Meinung nach als Jugendliche, auch als Teenager, in uns Krankenhaus bedient wurde. Da war immer ein Doktor und wir haben einen Chirurgen, einen Operationsdoktor. Und der hat nicht die Geduld und er sieht auch immer, er weiß nichts von Tschenja. Das ist so verständlich auch, ja. Aber ich war sehr betrübt darüber. Dann ging ich erstmal als Lehrerin, ich sehe überhaupt als Lehrerin nicht gebildet. Ah, ja. Und das war die erste Lehrerin von Chaco, von der Mennonitenkolonie, wo dann auch schön alle drei Lehrerjahre ging. Oh. Und dann wollte ich auf Fuß noch ja, wie sagen, anfangen oder in Diana, weil der Herr hat mir mit 13 Jahren gesagt, du wirst du Arme deine. In einem Traum. Ah, all mit 13 Jahren? Mit 13 Jahren. All. Und da wie mir dann klar, dass ich dann von ja, wie sagen, die Anfrage kam, Fuß ja, aber dann stoppt die Kolonie da gehen und dann, das war schon, dann musste ich bei uns unterrichtet, wie auch sehr schön. Da sage ich, war da so viel Leid an der Schule, wie ich die Klasse. Und ich habe die Ältere besorgt, wo die Kinder so Lieder deuten. Und die Ältere sagen, jo, wie weit denn nicht, wie gehen denn im Krankenhaus? Sie kriegen alles, was der Doktor gibt. Und er wird einfach krank. Und dann, eines Tages, lag ich ein bisschen Neues und bet Herr, was weißt du dort, ich soll? Das wird der zweite Jahr Lehrerin. Dann sieht er Doktor geworden. Da stand ich. Er sieht Doktor geworden. Oh, so klar hast du das gehört? Ja, das war kein Traum. Das war keine lange Feststellung. Das war von Gott. So fang ich an, Doktor geworden. Und mit wie vielen Jahren war das dann? Mit 23 Jahren fang ich an, als Ärztin zu lehren. Ich fuhr nach Cordoba. Da wäre dem Ehrlichkeit auch Examen. Free-Examen zu merken, wenn ich so eine Lehre deut, konnte ich Examen merken und so konnte ich gewinnen. Und dann habe ich dann 5 Jahre die Medizinschule aufgeschlossen. Und dann kam ich 3 und als ich 3 kam, war ich von Asim angefragt, bei den Indianern in Jalvisanga zu arbeiten. Dann habe ich dann dort angefangen, was der Herr sieht. So, das wird beim Lehren all klar, dass du endlich an die Indianer wirst gehen.
in da arbeite, anstatt hier an der Klinie bei der Office sitze und da Konsulte zu machen. Ja, nur dort hat mich niemals gebankt, weil ich will nur Volk wohnen. Wir haben auch eine Medizinschule in Cordoba sehr viel davon gelernt, dass wir nur Volk wohnen müssen und das Volk anhören, das Volk kennenlernen und dann mit dem Typ arbeiten. Das wäre eine Theorie, die habe ich voll praktiziert und die hat mich von Anfang sehr begeistert. Ja, naja, die Begeisterung lebe ich erst bis von Tag und Tag noch. Die forscht von Tag noch einmal mit, auch über 200 Kilometer rüber in die Indianersiedlungen. Was hilft dir da den Mut? Ich sage ja, dass du mit dem Grundstock gehst, wenn du da rüber gehst. Als ich sage, gut, was man nicht anfällt und sich was bräuchte. Ja. Und was hilft dir den Mut, was motiviert dich da zu tun? Dort ist einfach der Herr hat mir gerufen. Er sagt, du wirst unter mein Ohr mit Volk arbeiten. Und ich kann mich nicht trennen. Ich muss mich gesundheitshalber treten. Und ich werde vom Ministerium angestellt über das Tuberkuloseprogramm. Das ging so schön, aber das mein Emma nun Volk vor. Hat ziemlich Schwierigkeiten mit der Verwaltung am Ministerium, weil ich soll ein Office setzen. So ist viel sei Office, das hat der liebe Gott für mich nicht durchgestellt. Dann konnte ich mal mit dem Leiter reden und ich sage, du sollst, die Leiterin, du sollst hier noch im Büro kommen. Weißt du, sage, du musst mich dort verstehen, ich kann nicht. So wie auch gläubig, ich sage, der Herr hat mich noch im Volk geräumt. Und hier im Büro eine Sekretärin sagte, ich will nicht. Dann schließlich sage ich, das geht. Du gehst zum Volk, exaltieren im Büro. Und so werden wir uns einig. Ja, ich weiß, dass du auch jeden Ried forscht und Fäsche forscht und die Natur leben lässt. Sehr schön. Und du hast auch so viel erlebt bei all dieser Reise. Bestimmt sehr viel Ried vor der Nacht geblieben und Anwader und Rehen und Blatt und all so eine Sache und auch viel erlebt, wenn Menschen sehr krank sind und vielleicht auch gestorben sind und so. Was hast du für ein krasses Beispiel, wo Gott wörtlich eingeriebt hat? Ich war mal ein paar Monate auf Maklawaya, dort war eine Missionsstation von den Anglikanern. Und eines Tages kommt ein Flugzeug auf den kleinen Airpiece darauf und bringt eine Patientin. Die hat für 3 Tage Geburt gemacht. Die Plazenta, der Neugeburt, kam nicht. Und nun soll ich die am Leben halten. Die Leute die auf und dann mit wir sogar waren in der Luft. Dort wir mich, da stund ich. Aber ich habe den lieben Gott. Und dann sage ich, so, nun brauchen wir Menschen zum Blut geben. Und dort wird ein großes Tabu. Aber Tim gleich oft hat verwohnt, dass wir sehr gläubige Lieden. Die wollen dort nicht hören, aber die deiden dort. Dann hat wieder 2 Bade, ab einem lag dann der Patienten, ab dem anderen lag der Spender. Er hat noch niemals Blut gespendet. Und wir hatten an der Klinik in Bosch auch keine Transfusionsmittel. Und dann sage ich, ich will ein Blut nehmen und er Blut anpumpen. Dann nahm ich eine Tierzeit, spritzt das wie die Ärzte, nahm dem Onkel das Blut und gab er das Blut. Furz von einer Vene an der anderen an? Ja, ich trag hier rüt, nahm sie rüt, spritz da an. Wie viel Mal so? Ja, weil ich dort wüsste. Viel Mal? Sehr viel Mal. Aber ich dachte, ich hätte mir nur gerechnet, würde so 4 Liter sein. Ja. Und dann durfte ich abstunden. Und die Früh, da ich dann das Medizinische nach, was ich tun muss, und die würde ich bleiben oder nicht. Irgendwann kam der Neugeburt und die Früh war gesund. Wenn dort nicht ein Wunder ist. Ja. Ein Riesenwunder. Die haben alle so gewundert, damit wir auch diese Spende, Blutspende einfach ziemlich neutralisiert. Dort wird wir nachher nicht mehr so schwer. Ah, nein. Ja. So, die hat die Seine dort geholfen. Oh, bei ja. Dort wird wie ein Wunder. Und was lebst du mit dem Indianer-Volk, wo du so rangekommen bist, hat er dort Evangelium, dort war Evangelium, was hier die Mennoniten angebracht hat, hat er dort begriffen? Die sind ja so anders als wir.
vielleicht auch mit Schamanen und so zu tun, aber hat er dort nicht wörtlich begriffen? Das ist noch sehr viel Volk, wo dort eigentlich nicht begriffen hat. Auch dort, besonders dort, von, wo ich hier die ersten Jahre, die ersten 15 Jahre Arbeit habe. Aber seit ich, wie das Volk, wo die Anglikaner und ihr Recht haben, die hatten sehr viel Schulung, sehr, sehr viel Jüngerschaftsschulung. Immer noch, die tönen die immer noch. Und dort, wo ich, meinte ich besonders schnell, wie 200 Kilometer da mal vorne, dort sind von so einer Gepräde, Indianer, die vorher auch viel mehr niedische Missionare noch haben, wie ich Missionar Heinz Bori, was mich da mal anbracht. Ja. Und die sind tief, glaube ich, das ist einfach ein, von der Kreis vertellt, ein mir war ein Wunder. Ich wollte das mal vertellen. Ja, okay. Wir hatten da ein Mädchen von 14 Jahren, die war schwanger, sehr angeschwollen, eine große Gefahr wegen der Geburten, sie war nah bei. Und nun, für eine Stunde vielleicht, schreibt mir die Gesundheitshelferin Maricela, so heißt das Mädchen, hat die Geburt gemerkt und das geht alles schön. Dort, und wir haben auch vorher durch Eva gebeten und wir haben eine Besitzung vor 2 Wochen gesagt, wir wollen beide, weil im Nationalkrankenhaus wollen sie ja nicht, weil die alle wegen dem Coronavirus sind. Und Gott sei Dank, dort sind sie ihre Geburt gehabt und an jedes Bett gehört. So, wenn du nächstes Mal daheim kommst, dann können wir über Gebetswunder reden. Dort dürfen wir dann auch sein, ja. Oh, aber dort dürfen wir sein, ja. Wir haben noch zweimal gemacht, da ab La Patria, wo die gläubig, so stolzgläubig sind, dort durch Schamanen sind. Nehm an, das Wort ich gebe, aber ich weiß das nicht. War da besonders hier in der Anz, in der Tour, wo ich da im Wasser arbeite, da sind sehr stolze Schamanen. So, ich habe das erst noch gar nicht erwähnt. Dr. Trude hat es allein stundend, es nicht befreit. Wo sitzt du nun, wenn du alle warst? Sitzt du dies da in der Zukunft nennen? Ja, nee, der Herr ist der selbst, ja. Das ist mir immer gut gewesen. Der hat mir niemals das Verlangen gegeben zu befreien. Und heute sagt, ich war mit dieser bis an der Weltende. Bist du die ganze Zeit dort im Himmel kommst? Wo bist du die sicher? Ich ziehe mich die ganze Zeit dort im Himmel komme, weil Jesus ist mein Radar. Und Jesus, der Heilige Geist, wies mir so viel, hier hast du vollstehende. Stell dort reich, mag dort bitte. Und wenn er mir einmal sagt, dann sehe ich bereit, dort zu tun. Und er verjäfft mich. Und er hat mir also sehr viel geholfen. Er hat mir Freude im Leben. Wenn ich mit einem Grundstück gehe, dort mache ich manchmal, ja, mache ich manchmal eben, dort ich nicht stolz sehe. Und dann sage ich, danke. Danke, Herr, dort ich sonst so gesund sehe. Weil mir so gut in mir hat, so sehr erscheinen. Jedes Mal, wenn wir zurückkommen von der Indianerarbeit, puh, dann habe ich einen Frieden. Das geht gut auszudrehen. Das ist so was, so erscheinend. Das schafft mir eine Kraft für die nächste Reise. So. Und so, ich weiß, der Herr wacht auf mich. Schön. Das ist ein gutes Zeugnis. Das ist ein schönes Zeugnis. Ich möchte, dass Ihnen das auch so geht, dass ich die Gewissheit habe, dass der Herr uns ab uns wacht. Dass wir kennen, die Gewissheit haben, dass wir ihr Rat sind, wenn wir seine Kinder sind. Dankeschön für das Zuschauen. Ich wünsche Ihnen alle auch noch einen guten Tag.